ganz leckeres Essen. Das sind Mehlwürmer, getrocknet. Die Hühner, die lieben das. So kann man seine Hühner auch schön zahm kriegen mit so einem super leckeren Futter. Und ihr seht gerade hier drei Lieblingshennen des Hahnes. Der besteigt die ziemlich oft und durch die Krallen gehen da die Federn am Rücken raus. Das ist ärgerlich, das ist auch nicht besonders hübsch. Wobei es den Hühnern jetzt nicht so viel ausmacht, höchstens, dass sie vielleicht einen Sonnenbrand bekommen. Aber da gibt es ein Mittel dagegen und das nennt sich Hühnersattel. Natürlich Quatsch, das war ein Sattel für Pferde, aber der Hühnersattel, einfach nur ein Stück Stoff, hinten so ein Gummiband drauf, das kommt auf den Rücken des Huhnes, die zwei Schlaufen hier um die Federn, so bleibt es drauf und das Huhn ist vor diesen scharfen, großen Tatzen vom Hahn geschützt. Machen wir es mal drauf. Wer mag zuerst? Natürlich hier mit Bestechungsfutter. Komm her. Ja, komm her, fein. Da schau her. Na, komm mal her. Ich mache das erste Mal. Ich hoffe, ich stelle mich nicht allzu blöd an. Ich schätze mal, das kommt so drüber. Madame, jetzt musst kurz ruhig halten. Einmal. Ja. So. Das sind auch extra XXL. Ja, komm her. Kurz noch. Ganz kurz. Das sind auch extra XXL Hühnersättel, also für große Hühner. So, Nummer 2. Da kriegen wir die Federn noch durch. Du große Federn. So, schauen wir mal, das ist noch nicht richtig hier. Ja, bleibt da. So, und schon, man sieht es kaum, hier ist sie jetzt super geschützt unter den Federn. Ja, es ist sie nicht ganz gewöhnt. So, die ist gerade ein bisschen weggetorkelt. Ich schaue es mir nochmal an. Ich glaube, sie ist es einfach nicht gewöhnt, dass da so ein Stoffding jetzt um die Federn ist. Das ist natürlich nicht schön, aber es sieht doch gut aus. Es sieht gut aus, ja, meine Kleine. Ist das was Ungewohntes? Da schau mal her. Mehlwürmer lassen das vergessen. Ja. Deinem Rücken wird's gut tun, Mädele. Da schau her. Ja. Die Arme, naja. Ich glaube, sie gewöhnen sich sehr schnell dran. Du auch. Jo, die Mehlwürmer lassen das vergessen, gell? Aber das ist einfach wichtig, dass dein Rücken ein bisschen geschont ist. Und die anderen beiden seid auch noch dran. Aber ich beobachte das jetzt erstmal bei ihr, wie das mit dem Tragekomfort ist. Und ob sie sich auch dran gewöhnt. Und dann kriegen die anderen beiden Großen hier, die anderen beiden Damen, auch noch so einen Sattel drauf. Jo. Gut. Jetzt gehen wir mal rein in den Stall, schauen mal nach der Augsburgerin. Hier sitzt sie auf dem Nest, immer noch völlig überfällig. Ich habe gewartet, wenn ich mal drunter schaue. Hier sieht man die Eier. Ich habe sie nicht geschiert, das heißt durchleuchtet, um zu schauen, ob sie auch tatsächlich befruchtet sind. Ich habe einfach abgewartet, das war vielleicht auch ein Fehler. Naja, und jetzt hoffe ich mal, dass sie es aufgibt. Ja, Madame. Ja, bist du eine Große. Jetzt hoffe ich mal, dass sie es aufgibt und dann im nächsten Jahr, dass sie es nochmal probiert. Schau mal, was ich da habe. Bestechungswürmer. Ja, nicht so viel auf einmal. Ja, fein. Oh, die schmecken gut. Du auch? Da.
Oh, das knuspert. Hä? Das ist für die Hühner wahrscheinlich wie für uns Chips essen oder Nüsse. Das sind die getrockneten Mehlwürmer. Ein Fest für die Hühner. Mm. Und außerdem kann man sie ganz gut bestechen damit, denn so kommen sie her. Sie werden zahm damit, immer viel Zeit bei den Hühnern verbringen, keine hektischen Bewegungen machen. Hühner sind keine Streicheltiere, das mögen sie gar nicht. Aber man kann sie schon auch auf den Arm nehmen und ein bisschen rumtragen. Am besten, wenn sie ganz klein sind, damit anfangen und einfach häufig sich mit den Tieren beschäftigen. Dann klappt es mit der Zutraulichkeit und immer so ein paar Leckerlis wie die Mehlwürmer oder auch eingeweichtes Brot oder andere Sachen. Einfach, was sie gerne fressen, immer dabei haben. Dann bist dujenige hier der König, der drin ist und sie werden dich lieben. Gell, ihr? Was macht dein Hühnersattel? Hm? Darf ich mal drunter schauen? Naja, dauert noch ein bisschen, huh? Bis da neue Federn kommen. Schlimm schaut ihr aus, ja. Und du bist schuld, Meister. Hm. Ja, lecker, allerbester Löwenzahn. Hm? Ups, da bist du schwer. Hm? Hopp, hinsetzen. Hopp. Wow. Oh, das ist kein Wurm, das ist mein Zeh. Lässt du meine Zehen in Ruhe? Nein. Au. Au. Hi. Nein. Komm gleich. Nein, ich spritze kein Glyphosat oder sonst irgendwas hier auf meine Pflanzen. Das ist für die Hühner. Und zwar habe ich jetzt gerade wieder die rote Vogelmilbe entdeckt. Bis jetzt hatte ich Ruhe. Mitte des Jahres. Es ist warm, es ist heiß. Und jetzt explodieren die quasi, vermehren sich unheimlich. Und ich sehe sie überall sitzen. Besonders unter den Sitzstangen, in den Holzritzen, da sind die tagsüber, nachts kommen sie raus, krabbeln auf die Tiere und saugen dort Blut. Das schädigt die Vögel unheimlich. Ich will diese rote Vogelmilbe aber auf jeden Fall wieder loskriegen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel Kieselgur habe ich immer gerne verwendet, hat auch immer recht gut funktioniert. Man muss es breitwürfig ausstreuen im Hühnerstall, überall an die Ritzen bringen, überall an die Schlafstellen. Das verletzt wohl diesen Chitinpanzer der Milbe und die stirbt dabei oder trocknet aus. Ich habe jetzt ein neues Mittel, das aus diesem blauen Kanister hier reingefüllt ist, zugelassen für Biobetriebe, unter anderem Naturland und Demeter sogar. Also es basiert auf pflanzlichen Ölen. Es sind zwei Produkte. Das eine wendet man jetzt akut an, direkt auf die Milbe. Das soll die ersticken. Und das zweite Mittel, ein dickeres Öl, damit bestreicht man wohl die Sitzstangen. Und damit sollen die restlichen Milben, die da vielleicht überleben, erst gar nicht auf die Hühner raufkrabbeln können. Das werde ich jetzt mal anwenden. Drückt mir die Daumen, dass es funktioniert. Ich werde auf jeden Fall berichten, ob ich die Milben losgeworden bin.
Unter solchen Sitzstangen hier, da verbergen sie sich gerne, die rote Vogelmilbe, überall in Ritzen beim Holz, hier bei der Futterraufe, wo die Hühner gerne Eier legen. Überall sind Verstecke und das werde ich jetzt hoffentlich mit diesem Ölgemisch in den Griff kriegen. Hier oben in der Raufe, da legen die Hühner Eier. Am liebsten würde ich ja einfach nur das Stroh austauschen, weil im Stroh stecken sie bestimmt auch drin, die Vogelmilben. Aber hier ist gerade ein Eierlegestau, wie ihr seht. Und hier rechts davon, da brütet ein Huhn. Nein, es ist nicht mehr die Augsburgerin. Die hat aufgehört zu brüten. Ich musste ihr die Eier abnehmen. Sie war schon längst überfällig. Und die Eier habe ich auf den Kompost aufgeschlagen. Die sind explodiert und dabei gestunken wie eine Stinkbombe. Sowas kann man sich nicht vorstellen, wie faule Eier stinken. Die Eier waren nicht bebrütet, deswegen ist nichts passiert und mit der Zeit sind sie halt einfach faul geworden. Was ein Krach. Der Augsburgerin, der geht's gut, die läuft hier irgendwo rum. Die Hühner machen gerade einen Wahnsinnskrach. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Wer jetzt angefangen hat zu brüten, das ist eine Australorb-Henne. Und ihr habe ich Eier untergeschoben von meinen Mechelner-Hühnern, weil ich glaube, dass die Hähne die Australorb-Hühner nicht besteigen. Das heißt, die Eier werden wieder nicht befruchtet sein. Aber man sieht es an den Rücken der Mechelner-Damen. Die sind bestimmt gut befruchtet, die Eier. Und sie hat jetzt, glaube ich, 8 oder 10 Eier drunter und brütet schon seit einigen Tagen. Und jetzt drückt mir die Daumen, dass es was wird mit der Brut. Naturbrut finde ich nämlich immer besser als Kunstbrut. Kunstbrut habe ich ja vor 2 Jahren gemacht, verlinke ich euch da oben im Video. Hat auch super geklappt. Es wurden halt so zutrauliche Tierchen, die dann leider alle vom Fuchs geholt wurden. Aber die, die ich jetzt habe, sind auch ganz brave Hühner. Und jetzt hoffen wir mal, dass es mit dir klappt. Naturbrut ist super. Die Henne kümmert sich anschließend um alles. Es werden vitale, gute Hühner geben wahrscheinlich. Und drückt mir die Daumen, dass es klappt. Nun lass dich nicht stören, Kleines. Auch hier bei den Legenestern kontrolliere ich natürlich, ob hier irgendwelche Milben sind. Ich habe hier solche Teppiche reingelegt. Hier ist ein Loch drin, da unten ist auch ein Loch. Dann fällt das Ei einfach runter und ich kann es hier rausnehmen. Das hier ist kein echtes Ei, nur ein Ei zum Anreizen der Hühner. Schauen wir mal, ob ich hier irgendwas finde. Nö, hier sieht alles gut aus. Hier auch alles sauber. Dann brauche ich hier also schon mal nicht behandeln. Es war also tatsächlich nur die Sitzstange da drüben. Und sobald dieses erste Mittel jetzt getrocknet ist, werde ich das zweite Mittel anwenden. Das ist so auch ein Pflanzenöl, dickflüssig. Das soll ich mit dem Pinsel einstreichen. So, die Stangen, die sind getrocknet. Jetzt werde ich sie mit diesem Öl hier einreiben. Wie gesagt, ein biologisches Mittel, gar kein Problem zum Anwenden. Auch für Demeterbetriebe, für Biokreis- oder Biolandbetriebe. Jetzt bin ich mal gespannt. Es riecht auch angenehm nach Pflanzenöl. Wahrscheinlich ist es Sonnenblumenöl, Sojaöl. Es steht leider nicht drauf. Es steht nur, dass es aus Pflanzenölen besteht. Wenn ich mir die Sitzstangen anschaue, ich sehe, es sind quasi, nein, alles gut, keine mehr da. Die Nester sind ausgetrocknet, die sind tot. Wunderbar. Das Mittel hat also gewirkt. Und jetzt streiche ich die ganze Stange einfach mit dem Öl ein. Von oben und unten und von allen Seiten. So, meine Lieben. Jetzt habt ihr eine ölige Sitzstange, aber dafür frei von diesen schrecklichen roten Vogelmilben. Der Befall war zum Glück nicht so groß. Hier nur unter den Stangen so ein paar. Und die, wenn man die frühzeitig in den Griff kriegt, dann wunderbar. Also immer Ausschau halten,
in den Ritzen des Holzes, dort, wo die Hühner nachts schlafen, da sitzt auch die rote Vogelmilbe. Bei mir war es hier unter den Sitzstangen. Obwohl diese Stange glatt ist, keine Ritzen hat, sitzen die hier in Nestern und die möglichst früh behandeln. Ansonsten, bei solchen heißen Sommern besonders, da vermehren die sich explosionsartig. Man muss hier nicht so ein Mittel kaufen. Man kann auch normales Pflanzenöl nehmen, damit die Stangen einstreichen. Vorher natürlich möglichst viel von den Milben entfernen, wegkratzen zum Beispiel. Oder auch dieses weiße Pulver verwenden, das ich schon mal im Video vorgestellt habe. Verlinke ich euch da oben. Das ist auch wirkungsvoll. Man muss einfach schauen, was bei einem hilft, was man gerne anwendet. Ob und wie dieses Öl hier hilft, verrate ich in einem der nächsten Videos. Also dranbleiben, abonniert am besten den Kanal, einfach auf Abonnieren klicken und dann rechts davon diese Glocke anklicken. Dann kriegt ihr eine Meldung, dass ein neues Video vom Rigotti online geht. Ich bin gerade beim Füttern der Hühner gewesen und als ich an der Raufe vorbeigelaufen bin, habe ich es piepsen hören. Jetzt nehme ich mal das Gitter weg. Das Gitter habe ich zum Schutz gemacht der Glucke, damit nicht andere Hühner hingehen und ständig neue Eier legen. Und die Glucke, die schiebt sich alles unter den Bauch, was sie so findet. Deswegen, die Glucke hat Futter und Wasser und kann hier in dem Bereich jetzt sitzen. Sie steht sowieso nur einmal am Tag kurz auf, um ihr Geschäft zu machen, ein bisschen was zu trinken und zu fressen. Ansonsten sitzt die auf den Eiern, dreht die ab und zu mal und wie gesagt, einmal am Tag kurz lässt sie die Eier kühlen bzw. lüften. Und ich lüfte hier jetzt mal den Käfig. So. Dann schaue ich mal. Hey du Liebe, da sitzt sie. Könnt ihr erkennen, was für ein Popo da rausguckt? Jo, ich mach dir nichts. Alles gut, alles gut. Schau mal, wie sie sich aufplustert. Will sich natürlich wehren. Und da ist eine zweite, ganz kleines Kückchen. Gottchen, da schaut er. Und das erkennt man schon. Es sind Mechelner Küken. Sind sie nicht total süß? Hey, du Kleines. Da schaut so Mama. Ja, alles gut. Ja, super. Wie viel hast du denn noch? Da ist noch mal ein Küken geschlüpft. Ganz frisch da unten drin. Super, das muss warm bleiben. So. Sehr schön. Schaut mal, wie klein die noch sind. Hm? Eine gute Mama. Ist es nicht total spitze, wenn es klappt mit der Naturbrut? Dieses Jahr habe ich ja keine Kunstbrut gemacht, also im Inkubator die Eier ausbrüten lassen, sondern ich weiß, die Australorphühner hier sind gute Brüterinnen, auch die Mechelner Hennen sind gute Brüterinnen, aber die Australorps haben es zuerst gemacht. Hier hinten, da sitzt noch eine Henne, auch die brütet, aber der nehme ich die Eier immer weg. Warum? Weil es sonst einfach zu viel wird und Hennen, die da die Eier immer dazulegen, nehme ich hier unter Popo einfach immer weg. Und sie hier, die habe ich ja ausbrüten lassen und es hat tatsächlich geklappt. Drei Küken sind schon da und mit ein bisschen Glück werden nochmal so 2, 3, 4, 5 Stück folgen. Schauen wir mal, wie viele es im Endeffekt dann werden. Ja, bist eine gute Mama. Ja. Und Madame, was ist mit dir? Willst du hier auch brüten? Ja. Du hast doch dann gar keine Eier unter deinem Bäuchlein, ha? Das macht doch gar keinen Sinn hier. Jo. Jo, Kleine. Willst du hier wirklich brüten, du Kleine? Das bringt doch nichts. Nein. Ja. Ja, du Kleine. Thank you.
Du sitzt auf gar nichts. Schau her. Da ist nichts unter dir. Nein, die Eier rollen immer weg. Schau mal her. Da kannst du ein Gipsei haben. Nicht nachpicken. Da, unter dein Bäuchlein. Da, hopp. So, darunter muss es. Aber das fällt dann sowieso wieder unten durch. Ja, alles gut. Alles gut, ja. Brrr. Ja. Den Käfig, den brauche ich jetzt nicht mehr. Der kommt weg. Die Henne kann sich jetzt selber verteidigen. Die lässt da jetzt keine anderen mehr ran. Sie wird sich jetzt um ihre Küken kümmern. Die Glucke, die habe ich jetzt mal freigelassen. Die ist normalerweise immer unter so einem Gitter, unter so einem Kaninchengitter. Da ist sie geschützt vor Greifvögeln und Co. Normalerweise kann die Glucke gut verteidigen ihre Jungen. Da ist die recht barsch. Auch mich würde sie angehen, wenn ich jetzt zu wild mit den Kleinen umgehen würde. Aber sie lässt es schon zu, dass ich sie mal in die Hand nehme. Sie pickt zwar ab und zu mal, aber sie will mir damit sagen, hey, sei vorsichtig. Ist es nicht eine totale Augenweide, wie die Glucke sich um die Jungen kümmert, wie sie ihnen alles beibringt, zeigt, wo es Futter ist, wie man Futter findet, wie man sich hier so ein Sandbad nimmt. Herrlich. Hier ist sie jetzt gerade im Schatten und ruht sich aus, kühlt sich, weil draußen wird es gerade richtig heiß. Und sie ist hier unter den Ringelblumen und fühlt sich da richtig wohl. Das sind getrocknete Mehlwürmer, gar nicht eklig, ist fast wie ein Müsli. Verlinke ich euch mal unterm Video, damit kriegt ihr die Hühner auf jeden Fall zahm. Da stehen die so drauf.
wenn sie dann anfangen, auch auf die Hand zu krabbeln und so. Gutes Zeichen. Sie sollen wissen, die Hand ist kein Feind. Die Hand bringt Futter. Möchtet ihr raus, ihr Kleinen? Oh. Ihr dürft raus. Na, kommt her. Na, kommt. Ja, komm. Na, komm. Schmeckt das gut. Da schaut mal her. Ja, fein. Ja, kommt mal her. Ja, was habe ich denn da? Jo, fein. Da schaut ihr. Ja, super. Also mit diesen Mehlwürmern kriegt man die Küken auf jeden Fall immer rum. Es schmeckt ihnen total gut. Und wir hatten hier auch vor kurzem ja ein Garten-YouTuber-Treffen. Es waren über 30 Leute im Rigotti-Garten. Viele haben dazu ein Video gemacht. Wir hatten 2 Livestreams zu sehen, auch hier auf dem Kanal. Einfach mal reinschauen, nach Rigotti Live suchen. Für alle, die dabei gewesen sind, ganz herzlichen Dank. Es war ein toller Abend, hat richtig Spaß gemacht. Auch vielen Dank an alle YouTuber. Es war so ein schöner Abend, also unvergleichbar. Tobi Kabel vom Kanal Tobias Kabel, der hat mit seiner Tochter diese Mehlwürmer hier doch tatsächlich probiert. Das würde ich mich noch nicht trauen. Aber wer weiß, vielleicht wird es mal die Nahrung der Zukunft. Und dann werden wir das alle essen. Das ist ganz normal. Den Küken, den schmeckt es auf jeden Fall. Und ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Wenn ja, freue ich mich natürlich sehr über den Daumen rauf. Das wisst ihr. Ich freue mich über ein Abo. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ahoi, sagt euer Selbstversorger Rigotti. Hopp. Ja, Luzi, kommst du auch her? Ja, Luzi. Komm mal her, hier ist ein Eckeli. Komm mal her. Put. Sweetheart. Put. Na, kommt her, ihr Raptoren. Alles gut. Die gehören zur Familie. Ja. Siegelchen, du weißt, dass die zur Familie gehören, gell? Ja. Das schaut ihr. So, Film ist vorbei. Kommt ihr auch wieder mit rein? Oh, das ist immer fein. Ja. Da, ihr 2 Kleinen.
Oh, durch so viele Brennnesseln. Hm? So, na kommt. Kommt rein. Ja, kommt. Put, 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 put. Na komm. Komm rein. Ja, Rabauke, was ist mit dir? Habe ich dich vergessen? Na, schau mal her. Na, schau her. Ups. Hopp rauf. Jawohl. Luzi? Schau mal, wer da ist, Luzi. Hm? Na, komm her. Komm. Komm. Jawohl. Das klappt ja super, mein Kleiner. Und jetzt zu Mama. Hm? Wo ist sie denn? Dort ist ein Loch, da kannst du durch. Der Augsburgerin, der geht's aber gut. Die läuft hier irgendwo rum. Und was ist denn los? Was ist denn los, du Kleiner? Jetzt. Der Augsburgerin, der geht's aber gut. Die läuft hier irgendwo rum, ist quietschfidel. Hier hat eine neue Henge. Seid ihr jetzt mal ruhig? Ich kann so nicht filmen. Schlimm mit euch. Brauchst du gar nicht lachen. Ja. Ich weiß, ich stelle mich gerade an. Ah.